Gut. Und mal schauen, wie lange das so bleibt. So, nach diesem Rennen Suzuka werde ich aber mal Spanien ausprobieren. Das ist dann die GT4-Klasse. Jo, da wollen wir uns aber auch mal dran probieren. Schön außen vorbei. Und so können wir es vorbei quetschen. Komm. Nein, jetzt mal außen. Lieber erstmal zurückstecken. Ist noch lang genug. Damit. Ich habe mal einen besseren Anzug, ey. Oh, Dani, was machst du hier? Jawohl, wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Wenn sich zwei streiten, freut sich der Dritte. Danke. So, auf geht's. Jetzt dranbleiben. Eieiei, Leute. What the fuck is going on here? Ja, aber irgendwie haben wir es geschafft, auf den zweiten Platz vorzukommen. Mal gucken, wie lange es dauert, beziehungsweise was wir am Ende retten können. Ich meine, vorne die ersten zwei sind auch gut gecrashed. Aber die waren davor recht schnell unterwegs. Also mal gucken, wie lange ich es halten kann.
Ist schwer mitzuhalten. Die ersten drei Kurven waren gut, die letzte war schlecht. Wir bleiben einigermaßen in Schlagdistanz. Jetzt sogar recht nah dran. Mal gucken. Ein Sieg in der B-Klasse wäre natürlich krass. Also für meine Verhältnisse. Hatte ich bisher noch nicht. Ich habe 5 Siege in der C stehen auf meinem Konto. Eine 2-3-4, na endlich. Endlich unter der 2-0-4. Ich sag mal 5 Sekunden auf den dritten. Das müsste doch reichen. Das müsste doch hoffentlich reichen für 1,5 Runden. Den zweiten Platz kann ich absolut leben. Würde ich sogar verehren. Denn der vor mir müsste schon einen gröberen Fehler machen, dass ich da nochmal rankomme. Never say never, aber... Oh, ich glaube, ich bin meine Bestzeit los. Ja. Yep. Schade. Aber gut, fahren wir den zweiten Platz nach Hause, komm.
Jo, 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 zweiter Platz. Absolut zufrieden. Sehr gutes Rennen.